Wenn sich Gefängnistüren einmal hinter einem Verbrecher schließen, öffnen sie sich normalerweise erst nach dem Absitzen der Strafe wieder. Yoshi Shiratori sah es aber gar nicht ein, so lange zu warten. Tatsächlich gelang es ihm sogar unglaubliche 4-mal alle strengen Sicherheitsvorkehrungen verschiedener Gefängnisse zu überwinden und so als der Mann, den kein Gefängnis aufhalten konnte, in die Geschichte Japans einzugehen. In diesem Video zeigen wir euch, mit welchen unglaublichen Skills und abenteuerlichen Tricks der Häftling es schaffte, die Justiz immer wieder zu überlisten. Also bleibt dran hier bei Wissenswert. Ach, und schreibt uns bei dieser Gelegenheit doch mal in die Kommentare, ob ihr Gefängnisstrafen noch für zeitgemäß haltet. Yoshi Shiratori wurde im Jahr 1907 im japanischen Aomori geboren und schlug sich in seiner Jugend und als junger Erwachsener mit den verschiedensten Jobs durch. So arbeitete er zum Beispiel als Verkäufer in einem Tofu-Geschäft oder fuhr als Fischer bis nach Russland, wo er Krabben fing und verkaufte. Aber so richtig konnte sich Yoshi mit keinem seiner Jobs anfreunden und so wechselte er immer wieder seine Arbeitsstelle und versuchte etwas Neues. Als er dann irgendwann merkte, dass er in nichts so richtig gut zu sein schien, fing der Japaner an, sich seinen Lebensunterhalt durch Glücksspiel und Diebstähle zu verdienen. Er verübte zwar keine schweren Verbrechen, aber da Yoshi sich natürlich mit zwielichtigen Leuten abgab, wurde er plötzlich zu Unrecht beschuldigt, einen Raubüberfall und Mord begangen zu haben. Obwohl der Kleinkriminelle in dieser Hinsicht unschuldig war, wurde er 1936 im Alter von 29 Jahren in das Aomori-Gefängnis in seiner Heimatstadt eingesperrt. Natürlich wollte Yoshi, wie vermutlich alle anderen Gefangenen auch, hier nicht bleiben. Und so fing er an, einen Ausbruchsplan zu schmieden. Hierzu beobachtete der Häftling von seiner Zelle aus jeden einzelnen Tag über mehrere Monate hinweg akribisch den Tagesablauf der Wärter und prägte sich jede Kleinigkeit ein. Nachdem Yoshi genau wusste, wann und wie lange das Gefängnispersonal aus der Sichtweite war, entfernte er den Metalldraht, der als Henkel für seinen Badeeimer diente, bog sich diesen zurecht und knackte damit das Schloss seiner Zelle. Vorher legte er außerdem noch Bretter in sein Bett und deckte diese zu, sodass es von außen so aussah, als ob er noch in seinem Bett läge und schlief. Danach gelang es ihm tatsächlich unbemerkt aus dem Gefängnis zu entkommen. Yoshis Ausflug in die Freiheit sollte allerdings nicht lange andauern. Schließlich hatte er kein Geld oder Essen dabei und musste sich irgendwo versorgen. Und so versuchte er sich etwas Nahrung in einem Krankenhaus zu stehlen. Hierbei wurde der Japaner erwischt und festgenommen und landete schon 3 Tage nach seiner Flucht wieder im Aomori-Gefängnis, wo er einige Jahre unter strengen Sicherheitsvorkehrungen verbringen musste, bis 1942 entschlossen wurde, dass Yoshi für den Diebstahl und seinen Ausbruch eine noch härtere Strafe bekommen sollte. Und so wurde der Häftling dann 1942 für eine lebenslange Freiheitsstrafe in das Akita-Gefängnis verlegt. Hier kam er sogar in eine spezielle Zelle, die als komplett ausbruchsicher galt. Die Zelle, die extra für gewiefte Ausbrecher konzipiert war, hatte eine sehr hohe Decke, Wände aus glattem Kupfer und lediglich ein kleines Oberlicht. Trotzdem gelang es Yoshi mit nächtelangem Training irgendwann die glatten Wände emporzuklettern und das kleine Fenster oben zu erreichen. Da das Holz des Fensterrahmens mit der Zeit immer morscher wurde, lockerte der Ausbrecher diesen jede Nacht Stück für Stück, bis er schließlich das Fenster in der Decke öffnen konnte. Yoshi wusste allerdings, dass die Wachen ihn hören würden, wenn er auf das Dach klettern und über dieses weglaufen würde. Also wartete er so lange, bis es eines Nachts heftig stürmte und floh dann schließlich unbemerkt in die eisige Kälte. So einfach wie beim ersten Mal ließ sich Yoshi dann auch nicht wieder einfangen. Tatsächlich schlug er sich ganze 3 Monate in Freiheit durch und ging dann selbst zum Haus seines ehemaligen Wärters. Der Wärter war die einzige Person, die während seines Gefängnisaufenthaltes nett zu Yoshi war und daher erhoffte sich dieser Hilfe von ihm. Yoshi wollte nämlich mit ihm gemeinsam gegen die Ungerechtigkeit des japanischen Justizsystems vorgehen. Zu seinem Pech unterstützte der Wärter sein Vorhaben allerdings nicht und rief stattdessen die Polizei, die Yoshi dann wieder verhaftete. Der 35-Jährige wurde anschließend in das Habashiri-Gefängnis verlegt, das nördlichste und härteste Gefängnis des Landes. Hier musste Yoshi in einer Außenzelle bei extremer Kälte auf dem Boden sitzen und wurde von den Wachen sogar verprügelt, wenn er es nur wagte, aufzustehen. Außerdem musste er fast dauerhaft Handschellen tragen. Zur Verwunderung der Wärter gelang es Yoshi eines Tages,
Tages aber tatsächlich die Handschellen vor ihren Augen einfach aufzubrechen. Daher legten sie ihm schließlich spezielle Handschellen an, die nur einmal in der Woche geöffnet wurden, wenn er baden durfte. Die Handschellen waren so sicher, dass ein Spezialist jedes Mal 2 Stunden brauchte, um sie zu öffnen. Zusätzlich bekam er auch noch eine Fußkette angelegt. Da Yoshi aber unbedingt wieder in Freiheit leben wollte, entwickelte er einen neuen Fluchtplan. Unbemerkt schüttete er jedes Mal ein bisschen von seiner Miso-Suppe auf bestimmte Stellen der Handschellen sowie der Fußkette. Und so rostete das Metall langsam durch. 1944 konnte er die Ketten dann schließlich zerstören und nutzte eine Nacht, in der wegen des Krieges das ganze Gefängnis verdunkelt war, für seinen Ausbruch. Yoshi kugelte sich beide Schultern aus und zwängte sich durch den Essensschlitz in seiner Tür. Anschließend konnte der Japaner das Gefängnis unbemerkt verlassen und lebte die nächsten 2 Jahre in einer verlassenen Mine, tief versteckt in den Bergen. Als er auf dem Feld einer Farm in der Nähe eine Tomate stahl, wurde Yoshi allerdings vom Bauern erwischt und angegriffen. Yoshi wehrte sich diesmal und erstach den Farmer, was ihn nach seinen 2 Jahren in Freiheit nun wieder ins Gefängnis brachte. Für seine früheren Ausbrüche und den Tod des Bauern bekam Yoshi nun allerdings keine Gefängnisstrafe mehr, sondern wurde direkt zum Tode verurteilt. Bis es soweit war, sollte er im Sapporo-Gefängnis in einer Hochsicherheitszelle sitzen. Auch hier gab es wieder sehr hohe, glatte Wände und ein Oberlicht. Dieses war allerdings so klein, dass nicht einmal Yoshis Kopf durchgepasst hätte. Weil die Wärter dachten, dass der Insasse so wirklich unmöglich entkommen könnte, legten sie ihm nicht einmal Handschellen an. Ihr Fehler dabei war allerdings, sich nur auf die Möglichkeit eines Ausbruchs über das Dach zu konzentrieren. Yoshi hatte nämlich schon längst einen neuen Plan ausgeheckt. Und so kam es, wie es kommen musste. Yoshi grub sich mit seinem Suppenschüssel als Schaufel nach und nach einen Tunnel in den Boden und entkam 1947 schließlich zum insgesamt 4. Mal. Und so kam der Japaner wieder einmal ins Gefängnis. Allerdings wurde sein Fall zum Glück vor Gericht neu verhandelt und es wurde festgestellt, dass sein Angriff auf den Bauern nur Notwehr war und er bei keinem seiner Ausbrüche irgendjemand angegriffen oder verletzt hatte. Daher wurde seine Todesstrafe dann auch in 20 Jahre Gefängnis umgewandelt und er wurde in das Fuchu-Gefängnis in Tokio gesperrt. 1961, nach 14 Jahren, wurde Yoshi dort dann aufgrund guter Führung entlassen und kehrte in seine Heimatstadt Aomori zurück, wo seine Tochter lebte. Seine Frau, die er in ihrer Ehe durch seine langjährigen Gefängnisaufenthalte fast nie gesehen hatte, war zu diesem Zeitpunkt bereits verstorben. Anschließend schlug sich Yoshi Shiratori noch ungefähr 10 Jahre in Freiheit mit verschiedenen Jobs durch, bis er 1979 im Alter von 71 Jahren schließlich an einem Herzinfarkt starb. Seine Asche wurde von einer Nachbarin, die sich in den letzten Jahren um ihn kümmerte, am Mount Fuji begraben. Durch seine spektakulären Ausbrüche gilt Yoshi Shiratori noch heute als legendärer Anti-Held in der japanischen Folklore. Während seiner Fluchten lief er teilweise bis zu 120 Kilometer am Tag und dank seines guten Orientierungssinn war es ihm möglich, sich überall zurechtzufinden. Im Abashiri-Gefängnismuseum ist Yoshi sogar ein Denkmal gewidmet worden und außerdem gibt es Bücher, einen Blog, einen Film und eine Dokumentation über den legendärsten Ausbrecher aller Zeiten, den Mann, den kein Gefängnis aufhalten konnte. Schreibt uns doch mal in die Kommentare, mit welcher Methode ihr versuchen würdet, aus dem Gefängnis auszubrechen, nur so rein hypothetisch. Vergesst auch nicht, uns ein Like und ein Abo dazulassen, wenn euch dieses Video gefallen hat. Ansonsten sehen wir uns dann das nächste Mal hier bei Wissenswert. Macht's gut.